Die dicke Kugel. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder soweit. Endlich gibt es wieder ein YouTube-Video von mir. Dieses Mal geht es um ein für mich extrem, ja, wie soll ich sagen, nervenaufreibendes Thema. Es war zumindest ein sehr nervenaufreibendes Thema. Und zwar geht es heute um das Thema White Spots. Und zwar ein Fleck im Herzen, ein weißer Fleck im Herzen des Babys. Das letzte Mal, das ich aufgenommen habe für euch, war kurz vor dem Organscan meines Babys. Und ja, also ich meine, die ganze Schwangerschaft war ja eh schon irgendwie sehr nervenaufreibend und so, aber trotzdem hatte ich am Ende eigentlich ein sehr gutes Gefühl und ich war auch recht positiv gestimmt, hatte auch jetzt ja, gar keine Bedenken beim Organscan. Die vorherigen Ultraschalluntersuchungen sind natürlich auch alle gut gewesen, deswegen gab es für mich auch überhaupt gar keinen Grund zur Sorge. Ja, und dann sind wir zu dem Organscan gegangen. Das wurde bei mir in der... Oh, Scheibenkleister. Wann war denn das jetzt? Was, 24. Woche? Ich weiß es gerade nicht. Die Zeit rennt einfach so schnell vorbei. Und wir sind dann dahin und wir waren ehrlich gesagt total aufgeregt, weil es sollte dann halt wirklich ja auch so ein längerer, also so ein längerer Ultraschall stattfinden. Und mein nächstes Thema wird ja nochmal ein Thema werden, was Ärzte in der Schwangerschaft anbelangt. Was ich sagen will, ist, dass ich einfach schon richtig ja, gut gelaunt zu diesem Organscan hingefahren bin, denn ich wusste, es wird ein längerer Ultraschall und es wird alles ganz genau angeguckt. Wir werden das Baby ganz lange sehen, wir werden ganz viele Perspektiven von dem Baby sehen. Und ich hatte von Freundinnen und von Bekannten halt gehört, dass das halt einfach ein total schöner Scan wird, weil man halt so viel von seinem Kind sieht und es einfach so intensiv ist. Ja, und dann sind wir da gewesen und wir hatten dann diesen Organscan bei einem Arzt, der lustigerweise auch Deutsch sprach. Das wusste ich vorher nicht und der war auch total nett, ein total netter Mann. Der hat dann ja erstmal ein bisschen auch mit uns so gequatscht und so und hatte eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl und dann fing er an, diesen Organscan zu machen. Und dann, ich glaube so nach ungefähr, ja keine Ahnung, 10 Minuten oder so, wo er dann halt alles abgemessen hat, dann erzählt hat, ja hier, alles gut, alles super und so, dann kam dieses Aber. Und dann meinte ich so ziemlich so, was denn aber? Ja, da gibt es eine Sache, er sagte, ich sehe halt einen weißen Fleck im Herzen des Babys. Und dann habe ich ihn halt irgendwie gefragt, ich so, wie, was für ein weißer Fleck? Und dann fing er irgendwie an, mir auf einmal ganz viele Sachen zu erzählen. Also, ja, also können Sie auch, Frau Erdmann, ein weißer Fleck, das kann durchaus darauf hindeuten, dass das Kind ein Down-Syndrom hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, man liegt da auf dieser Liege und dann ist dann ein Arzt vor einem, der einem dann auf einmal sagt, das Kind hat ein Fleck in seinem Herzen, was man erstmal sowieso, was einen total beunruhigt. Ja, weil ich meine, erstmal, ich habe sowas noch nie gehört gehabt. Das war für mich komplett, also eine neue Information, die ich zuvor noch nie gehört hatte, ein White Spot im Herzen. Und dann kommt auch noch dieses Wort Down-Syndrom. Und dann war ich natürlich erstmal, also es hat meine Stimmung total gedrückt, es war total unangenehm und dann habe ich halt ihn gefragt, ich sage, ja, was bedeutet denn das jetzt? Wie hoch ist denn das Risiko, dass das Kind ein Down-Syndrom hat? Und dann hat er irgendwelche komischen Prozentzahlen gesagt und meinte, ja,
bei so und so viel Prozent ist dieser Fleck im Herzen und das Kind hat ein Down-Syndrom, aber es gibt halt auch ganz viele und so viel Prozent, die haben diesen Fleck auch und bei denen, also die sind ganz gesund und bei denen ist gar nichts. Ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, ich habe diese Prozentzahlen und was er da gesagt hat, das habe ich gar nicht richtig wahrgenommen. Denn allein die Tatsache, dass ein Arzt vor mir steht, mir sagt, dass da irgendein Fleck im Herzen ist und dass das eine Möglichkeit auf Down-Syndrom ist, das hat mich schon gereicht. Das war so, okay, gut. Scheinkleister, was ist jetzt los? Und das hat mich extrem runtergezogen. Der Arzt war halt auch leider Gottes, und deswegen möchte ich dieses Thema Ärzte in der Schwangerschaft eigentlich auch unbedingt nochmal anschneiden, denn der Arzt hat mir wirklich kein gutes Gefühl gegeben. Und das war auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass er mir genügend Informationen mit auf den Weg gegeben hat oder mir das Gefühl gegeben hat, Frau Erdmann, das ist zwar etwas, was durchaus eine Ursache sein kann für ein Down-Syndrom, aber bei Ihrem Baby ist erstmal alles okay, es gibt keine anderen Indikatoren, die darauf hinweisen. Es war eher so nach dem Motto, ja, also ich würde Ihnen ans Herz legen, das jetzt nochmal checken zu lassen. Und deswegen schlage ich auch vor, dass Sie nochmal einen DNA-Test machen. Er hat mir dann auch gesagt, dass ich ein bisschen mehr Fruchtwasser habe als eigentlich üblich und dass das halt auch irgendwie nochmal gecheckt werden müsste. Er meinte dann auch, ich soll unbedingt den Schwangerschaftsdiabetes-Test ein bisschen früher machen. Und ja, das waren so diese zwei Sachen, die er mir halt irgendwie mit auf den Weg gegeben hat. Und die Erklärung, die er mir mit auf den Weg gegeben hat, waren irgendwie sehr, ja, wie soll ich sagen? Also so, die waren halt einfach null informativ. Und wir sind aus diesem Organscan rausgegangen und hatten einfach ein so schlechtes Gefühl. Es war so unangenehm. Wir hatten uns so auf diesen Ultraschall irgendwie auch gefreut. Es war so schön, das Baby zu sehen, und dann war es irgendwie so extrem gedrückte Stimmung. Und ich hatte das Gefühl, dass es Mo sogar noch viel mehr runtergezogen hat als mich, weil ich bin allgemein ja eher so ein Positivdenker, und ich habe einfach, auch nachdem er mir das gesagt hat, klar war ich total nervös irgendwie, aber auch gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt mal positiv, da wird schon alles gut sein. Und Mo hat mich dann wirklich die ganze Zeit gefragt. Er sagt so, glaubst du, unser Kind ist gesund? Glaubst du, dass alles in Ordnung ist? Und also, ich möchte nicht, dass unser Kind groß wird mit einem Down-Syndrom. Das wird mir so leid tun. Und er war wirklich richtig down. Und ich war halt auch irgendwo dann natürlich immer mehr down. Ich habe dann immer zu ihm gesagt, ich sage, unser Kind ist gesund, alles ist in Ordnung. Und dann habe ich halt angefangen zu googeln und habe meine Freundin geschrieben und meinte so, ey, alles sieht super aus, aber da ist halt irgendwie dieser Fleck im Herzen. Und dieses Wort Fleck im Herzen, das macht einen schon irgendwie völlig nervös. Und dann habe ich halt ein bisschen geguckt und gegoogelt und habe dann halt wirklich sehr viel dann auch darüber gefunden. Das, was ich gefunden habe, das hat mich total beruhigt. Und deswegen möchte ich heute das Video auch unbedingt aufnehmen, weil ich möchte alle Frauen da draußen und auch alle Männer da draußen beruhigen. So ein White Spot kann durchaus mal vorkommen, und das muss in erster Linie überhaupt nichts Schlimmes bedeuten.
ich habe halt auch dann rausgefunden, dass mittlerweile Löcher im Herzen und all solche Sachen, das kann alles vorkommen, muss aber erstmal überhaupt nichts Schlimmes bedeuten. Es sei denn, euer Kind möchte irgendwie Tiefseetaucher werden, denn dann ist wohl irgendwie so ein Loch im Herzen nicht so gut. Aber grundsätzlich kann sich das alles wieder regenerieren. Und auch dieser White Spot ist gerade dann, wenn er allein auftaucht, ohne irgendeinen anderen Indikator, heißt irgendwelche anderen, zum Beispiel Abmessung des Körpers, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, also wenn irgendwelche Abnormalitäten festgestellt werden, auch in diesem Organscan bei dem Ultraschall, nur dann ist es eigentlich besorgniserregend. Und bei uns war ja einfach gar nichts. Das heißt, solltet ihr die Diagnose White Spot, weißer Fleck im Herzen bei eurem Baby auch bekommen, macht euch bitte, bitte, bitte nicht so große Sorgen. Ich weiß, dass es total, total schwierig ist, dass man sich dann nicht Sorgen macht, weil wir haben uns ja auch tierische Sorgen gemacht, aber ich möchte euch einfach so ein bisschen die Angst nehmen. Wir waren halt wirklich einfach total durcheinander. Ich habe es vorher noch nie gehört. Dann kam halt im Prinzip raus, dass ich halt im Internet solche durchaus Fälle, die ähnlich waren wie bei uns, dann auch gelesen habe und dass dann überall geschrieben wurde, ja, also unser Kind hatte das auch, aber am Ende ist es gesund auf die Welt gekommen, alles ist in Ordnung und so. Und dann habe ich halt nochmal mit meiner Frauenärztin gesprochen und meine Frauenärztin meinte, Frau Erdmann, Ihr Kind sieht kerngesund aus, es ist alles in Ordnung. Die Maße stimmen alles, das Kind entwickelt sich wundervoll. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Wenn Sie aber möchten, dann können Sie diesen DNA-Test auf jeden Fall nochmal machen. Und ich muss dazu sagen, dieser DNA-Test, das ist halt wirklich erstmal ein sehr teurer Test. Meistens wird der einem aber schon früher ans Herz gelegt, denn das war halt auch eine Diskussion, die ich dann natürlich auch mit Mo hatte. Ich habe halt zu ihm gesagt, ich sage ja, und selbst wenn unser Kind jetzt ein Down-Syndrom hat, das würde ja nichts ändern. Und er meinte halt zu mir, ja, also für ihn wäre das schon wichtig, das jetzt zu wissen, weil dann könnte er sich halt besser darauf einstellen. Dann wüsste er, was auf ihn zukommt, was ich durchaus auch verstehen kann. Aber es war jetzt bei uns nicht so das Gefühl von, okay, wenn unser Kind jetzt ein Down-Syndrom hätte, dann wir würden es ja auch nicht weggeben. Wir würden unser Kind genauso lieben wie auch ein gesundes Kind. Das ist ja unser Kind. So, also für uns gab es überhaupt gar nicht diese Gedanken, ja, was gibt es denn dann für eine Alternative? Deswegen habe ich gesagt, es ist ja eigentlich scheißegal, ob wir diesen Test nun machen oder nicht, weil es ändert einfach nichts an der Situation. Nichtsdestotrotz haben wir den Test dann einfach doch gemacht. Einfach aus dem Grund, weil dieses Gefühl, was dieser Arzt mir mitgegeben hat, das war echt nicht schön. Das Gefühl, was mir meine Ärztin, die ich ja auch erst im zweiten Anlauf bekommen habe, also ich habe mir eine neue gesucht, deswegen, wie gesagt, das Thema Ärzte möchte ich unbedingt nochmal ansprechen, habe mir die neue Ärztin gesucht und die war einfach total toll und hat auch gesagt, Frau Erdmann, Sie müssen das nicht machen, Sie müssen diesen Test nicht machen. Und sie sagt, was hat sie damals gesagt? Oh Gott, die Chance, dass ihr Kind ein Down-Syndrom hat, ist geringer als die Chance, dass sie ihr Kind auf den Mond gebären. Irgendwie sowas. Also die war echt total süß. Und, der Arzt hat mir aber wirklich einfach kein gutes Gefühl gegeben und deswegen haben wir den Test gemacht. Das Warten auf das Ergebnis, das war natürlich auch unfassbar nervenaufreibend. Aber zum Glück war der Test dann natürlich negativ und alles war gut. Und unser Kind hat sich ganz prächtig entwickelt. Wie man sieht, ich bin jetzt auch mittlerweile im dritten Trimester. Baby wächst und gedeiht und alles ist super. Aber was ich halt wirklich euch mit diesem Video nochmal auf den Weg geben möchte, ist, klar, natürlich kommen immer wieder irgendwelche Sachen auf in der Schwangerschaft, die einen
so ein bisschen aus der Kontrolle bringen und wo man einfach, weil man diese Sachen nicht kennt oder noch nie davon gehört hat, die einen einfach ein bisschen nervös machen, solltet ihr aber auch die Diagnose White Spot bekommen und ihr habt keine anderen Anzeichen dafür, dass euer Kind ein Down-Syndrom hat, dann macht euch nicht irre. Es kann wirklich häufiger vorkommen und es bedeutet nichts Schlimmes. Also unser Kind hatte das auch. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das White Spot noch da ist. Das müsste ich jetzt beim nächsten Mal beim Ultraschall mal abchecken. Aber bei ganz vielen entwickelt sich das sozusagen zurück. Und ja, das war auf jeden Fall meine Erfahrung zum Thema White Spot, dem weißen Fleck im Herzen. Unserem Baby geht's gut und ich hoffe, dass selbst wenn ihr die Diagnose bekommen solltet, dass ihr ja, ein bisschen beruhigt seid, jetzt vor allem nach diesem Video und euch keine Sorgen macht. Ja, beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema oder spreche ich über das Thema. Ärzte in der Schwangerschaft und ich möchte euch da gerne einfach auch nochmal so ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Das war's von mir, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.